Herzlich willkommen in einem Bonus-Part, wahrscheinlich der Bonus-Part von Pokémon Gelb Edition. Ich habe meinen Pikachu dazu gebracht, ein bisschen was zu lernen. Und zwar Surfer. Und unser Ranmo hat den Hornbohrer erlernt. Und wir befinden uns südlich von Fuxania City in einem Surferhaus, wo ein alter Mann lebt, den wir noch nie gesehen haben, der ein Pikachu besitzt. Und dieser Herr sagt nur, wow, dein Pikachu ist auch ein Surfer. Dann bin ich nicht allein. Super, du darfst von nun an mit mir surfen. Möchtest du es versuchen? Von mir aus gerne. Okay. Okay, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert das? Wow, wie funktioniert das? Ich habe keinen Schimmer, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gespielt. Ah, fast. Fast ein Triple. Ich habe wirklich keinen Schimmer, wie das klappen soll, das Ding hier. Ah. Aber ich krieg's schon irgendwie raus. Und Jump. Na. Ich darf nicht anhalten, während es auf dem Kopf steht. Schon wieder. Na komm, Pikachu. Mach. Ach komm, das war doch perfekt. Backflip. 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 Oh, ja knapp. Na komm. Ah, Mist. Ich habe wirklich keinen Schimmer, wie das funktionieren soll, das Ding. 150 Punkte. Aha. Okay. Yeah, keine 1000 Punkte. Was ein Scheiß. Okay, das war das. Was kann man hier machen? Ich glaube, hier kann man was ausdrucken, ne? Sommerstrandhaus Eindrucker. Da Highscore wird hier angezeigt. Highscore Ausdruck? Nee. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich habe aber leider keinen Gameboy-Drucker. Okay. Mit der Welle surfen. Oh Mann. Okay, einen Flip ausführen. Surfer Dudes. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Es ist so schön, Surfer zu sein. Versuchen wir es nochmal. Ich dachte, man muss irgendwie nach oben oder unten drücken, aber nöp. Pikachu, was tust du? Und hopp. Top. Top. Ah. Ah. Na komm. Und jump. Und flip. Und double flip und triple flip. Ah, schade. Kann man auch einen triple flip machen? Das ist ja super. Man muss es nur landen können. Ich glaube, ein Quattro-Flip geht nicht. Ah. Na komm. All the Flips. Oh, nice.
Das sind bestimmt über 1000 Punkte. Ich hoffe es. Ja, cool. Ich glaube, da belassen wir es erstmal bei. Ist ein cooles Minispiel. Aber wir haben noch etwas zu tun. Ich will diesen Part nicht länger als 10 Minuten behalten, weil... Muss ja nicht, ne? Aber wir gehen nach Vertania City. Denn ich habe noch eine Rechnung offen. Und dafür tun wir unser Ranmo nach vorne in die erste Position. Nehmen unser Fahrrad. Und begeben uns in den Vertania-Wald. Denn morgen wird wahrscheinlich in der Zeitung stehen: Massaker im Vertania-Wald. Trainer rottet Raupis aus. Zeigt euch, ihr Raupis. Ich versuche mindestens 5 zu treffen. Das ist Nummer 1. K.O. So. Ein zweites. Hoffentlich. Ah, ein Safcon. Nee, das lassen wir. Das hat uns nichts getan. Ich steige mal kurz aufs Fahrrad, wenn es geht. Denn wir wollen eine Rache nehmen. Angekündigte Rache. Rache. Vergeltung. Oh, es weicht aus. Es weicht nochmal aus. Und es weicht nochmal aus. Und es weicht nochmal aus. Okay. Du gehst mir auf die Nerven. Haben wir noch einen? Nee, wir haben noch einen. Ah. Top-Äther. Wir wollen hier ein kleines Massaker. Wow, diese 30% Chance ist echt miserabel. Mann, ist diese Prozentchance absolut kacke. Ich sollte vielleicht einen X-Treffer einsetzen, aber nicht jetzt. Komm, du bist groß, du bist schnell, du kannst ja dieses kleine Raupi treffen. Komm schon. Geht doch, herrlich. Denn ich will Rache. Taubsüß lassen wir in Ruhe. Auch wenn das ziemlich stark ist von Level 8. Meine Güte. Denn diese Taubsüß könnten eventuell uns bald gefährden als Taubos. Mega-Taubos in Oras. Oh yeah. Na komm. Da ist noch ein Raupi. Ich glaube, wenn wir jetzt, kein AP mehr haben, höre ich auch auf. Das sollte reichen. Vielleicht kriegen wir noch ein viertes. Aber das sollte noch genügen. Ich habe meine Rache bekommen. Machen wir mal nix Treffer. Vielleicht bringt das ja was. Es bringt was cool. Alle Raupis müssen sterben. Sterben müssen sie alle. So, und jetzt verlassen wir diesen Ort. Kehren nach Hause zurück.
nachdem wir ein Massaker angerichtet haben, begeben uns in unser Zimmer und spielen mit unserem SNES. Oder mit unserem NES? Nee, das ist ein SNES, oder? Super Nintendo. Ja, hier haben wir begonnen. Hier wird es enden. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das komplette Bonusmaterial, Minispiel, Massaker gefallen hat, dann tut, was ihr tun müsst. Hinterlasst Kommentare. Lob, Kritik und Daumen und alles mögliche, was euch einfallen könnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Projekt. Weil das Projekt hier ist komplett abgeschlossen. Hier gibt's nichts mehr. Da ist die Wand. Da ist eine Einbahnstraße. Und da ist kein Dingens mehr. Kein Weg. Kein Weg führt weiter. Als bis hierhin. Ja, also dann. Bis dahin. Ciao, ciao.